begrüße euch ganz herzlich zum diesjährigen Weihnachtskonzert der ISH. Seit Monaten ist der Hansenberg am Proben und Planen, um diesen Abend heute so auf die Beine zu stellen. Und wir freuen uns deshalb umso mehr, dass das Programm auch dieses Jahr wieder so vielfältig ist. Wir werden nicht nur Chor und Orchester hören dürfen, sondern weihnachtlich wird unser Abend auch durch Beiträge unserer DS-Kurse. Leider müssen wir an dieser Stelle trotzdem nochmal Corona erwähnen. Aber hier in der Basilika dürfen wir uns sicher fühlen, denn das ist eine 2G-Veranstaltung und die ganze Schulgemeinde wurde heute nochmal frisch getestet. Außerdem sitzen dieses Jahr in der Basilika nur Interne. Und nicht wundern, alle, die hier auf der Bühne eng beisammen stehen, wohnen in derselben WG und gehören damit einem Hausstand an. Aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Weihnachtskonzert und bitten unseren Schulleiter, Herrn Heinz, nach vorne, der ein paar Worte an euch richten wird. Ehre der Basilika zusammenzukommen. Im letzten Jahr war das ja nicht so, und umso mehr erfreut mich, dass das nicht so ist. Es ist von unseren Schülern eine ganz, ganz große Leistung in diesen Zeiten, kurz vor Weihnachten, wo noch so viele Klausuren zu schreiben sind, wo noch so vieles zu erledigen ist, wo Lab-Aufträge abzugeben sind, wo dieses und jenes extra fest ist, wo noch die Theateraufführung stattfindet, wo das Abendessen ist, diese ganze Fülle von dem, was bei uns immer so passiert, auch nun zu diesem letzten großen Event zusammenzukommen und sich nochmal ins Zeug zu werfen und hier zusammen zu spielen. Und ich wünsche von jetzt schon, dass ich das ganz zum Schluss mache, allen Ihnen zu Hause und Ihnen hier ganz herrliche, wunderschöne Weihnachten. Lassen Sie alles von sich abfallen und genießen Sie die Ruhe. Ich freue mich, wenn ich alle wieder gesund am Hansenberg sehen kann nach dem Ferien. Und jetzt wünsche ich uns ein ganz, ganz wunderbares Konzert und nochmal ganz, ganz großen Applaus an alle Mitwirkungen und alle Schüler, die das heute hier ermöglicht haben.
Bertolt Brecht, Die Liebenden. Seht jene Kraniche in großem Bogen. Seht jene Kraniche in großem Bogen. Die Wolken, welche ihnen beigegeben, zogen mit ihnen, schon als sie entflogen, aus einem Leben in ein anderes Leben. Aus einem Leben in ein anderes Leben. In gleicher Höhe und mit gleicher Eile scheinen sie alle beide nur daneben. Dass so der Kranich mit der Wolke teile den schönen Himmel, den sie kurz befliegen. Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen. Dass also keines länger hier verweile und keines anderes sehe als das Wiegen des Andern in dem Wind, den beide spüren, jetzt im Fluge beieinander liegen. So mag der Wind sie in das Nichts entführen. So mag der Wind sie in das Nichts entführen. Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben. Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben. Und sich bleiben. So lange kann sie beide nichts berühren. So lange kann sie beide nichts berühren. So lange kann sie beide nichts berühren. So lange kann man sie von jedem Ort vertreiben. Wo Regen drohen oder Schüsse schallen. So unter Sonn und Mond verschiedenen Scheiben fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von allen. Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem. Und wann werden sie sich trennen? Bald. So scheint die Liebe Liebenden Einheit. So scheint die Liebe Liebenden Einheit. So scheint die Liebe Liebenden Einheit. Nach dieser schönen Einleitung wollen wir nun zur Vergabe des Stipendiums der Ingrid zu Solms Stiftung übergehen. Diese Stiftung fördert jedes Jahr ein Mädchen, das an die ISH geht und übernimmt ihre Internatskosten. Wir möchten aber auch gar nicht vorwegnehmen. Frau Dr. Gräfin zu Solms ist heute leider aufgrund des Infektionsrisikos nicht bei uns. Wir freuen uns aber, ihre Rede zu hören und bitten Frau von Zitzewitz, die diese nun vorlesen wird, nach vorne. So. Ich mache sie jetzt für die Gräfin. Sehr geehrte Schulleitung, verehrte Lehrerinnen und Lehrer, aber vor allem liebe Schülerinnen und Schüler der Internatsschule Schloss Hansenberg. Wieder ist ein weiteres Pandemiejahr vergangen. Die Vorsicht gemahnt uns zur Rücksicht und verhindert leider unsere liebgewordene Gewohnheit, zum Weihnachtskonzert des Hansenbergs zu fahren und dabei unser Stipendium zu vergeben. Das ist auch für uns traurig, denn es war immer ein Highlight im Jahr. So wird die Ingrid zu Solms Stiftung heute zum zweiten Mal nur durch die Geschäftsführung vorgestellt. Wie die meisten sicherlich wissen, unterstützt die IZS-Stiftung Frauen und ganz besonders junge Frauen, die in ihren Berufen Besonderes leisten. Mit anderen Worten, wir unterstützen geistige Eliten nach dem Motto: Wer die werdende geistige Elite unterstützt, unterstützt auch andere. Zwar indirekt, aber effektvoll. Wir tun dies, damit diese jungen Frauen die Lust an der Kreativität und an der außerordentlichen Leistung für sich selbst, aber auch genauso für andere Menschen behalten und nicht wegen irgendwelcher Widerstände aufgeben. Denn Widerstände gibt es immer noch genug. Es geht uns dabei ganz speziell um die Förderung von Frauen in für sie seltenen Berufen. Denn sie sind dort einem extremen Wettbewerbsdruck ausgesetzt, welcher nicht nur von konkurrierenden Männern kommt, sondern generell von traditionell eingestellten Menschen. Wir tun es, indem wir Wissenschaftspreise für Frauen in der Forschung, der Medizin und in den Natur- und Lebenswissenschaften, zum Beispiel in Mathematik, Physik und Informatik, vergeben, aber auch
für Künstlerinnen, zum Beispiel Komponistinnen, Dirigentinnen, Bildhauerinnen, Regisseurinnen, Architektinnen. Ein weiterer Preis ist der Menschenrechtspreis, vergeben an Menschen, die sich weltweit gegen Diskriminierung und Ächtung von anderen Menschen einsetzen. Geächtete Menschen sind in der Regel die Schwächsten in der Gesellschaft, bis heute immer noch Frauen und Mädchen. Seit nunmehr 18 Jahren vergeben wir zusätzlich an der Internatsschule Schloss Hansenberg jährlich ein Förderstipendium an ein Mädchen. Wir hoffen, dass wir dadurch gewissermaßen unseren eigenen Nachwuchs fördern, also für das Nachwachsen von leistungsbewussten Frauen sorgen. Dies ist uns ein Anliegen. Leider können wir nur ein Stipendium vergeben und nicht eins an alle Bewerberinnen. Diesen möchten wir aber ausdrücklich für die Bewerbung danken und ihnen Glück auf für ihre jeweilige Zukunft wünschen. Die Bewerbungen waren alle sehr eindrucksvoll. Nun aber zur Preisverleihung. Im Namen der Stifterin und des Beirats Jugend der EZS-Stiftung verlese ich die Urkunde. Die Ingrid-zu-Solms-Stiftung verleiht das Ingrid-zu-Solms-Förderstipendium 2021 für die Schulzeit vom 01.01.2022 bis zum Abitur an die Schülerin Semira Bey. In Anerkennung ihrer hervorragenden schulischen Leistungen und ihres außerordentlichen Einsatzes in der Jahrgangsstufe 11 in der Internatsschule Schloss Hansenberg. Der Preis ist mit monatlich 360 Euro dotiert. Frankfurt am Main, 18. Dezember 2021, die Stifterin Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels. Herzlichen Glückwunsch.
Winternacht von Fallersleben. Wie ist so herrlich die Winternacht? Es glänzt der Mond in voller Pracht. Mit den silbernen Sternen am Himmelszelt, es zieht der Frost durch Wald und Feld. Und überspinnet jedes Reis und alle Halme silberweiß. Er hauchet über dem See und im Nu, noch ehe wir senken, friert er zu. Und hat der Winter auf unser gedacht und über Nacht. Wieder des Dankes zollen. An jenes Waldesenden, wo still der Weiher liegt und längst den Fichtenwänden sich Lindgemurmel wiegt, wo in der Sonnenhelle so matt und kalt sie ist, doch immerfort die Welle das Ufer flimmern küsst. Nun leg ich den Mantel dichte übers Moos, mich lehn an die Fichte und dann auf meinen Schoß. Gezweig und Kräuter breiten, so gut ich finden mag, wer will mir's übel deuten, spiele ich den Sommertag. Und hat Natur zum Feste nur wenig dargebracht. Die Luft ist stets die beste, die man sich selber macht. Ein Winterngedicht von Christian Morgenstern. Der Fjord mit seinen Inseln liegt wie eine Kreidezeichnung da. Die Wälder träumen, Schnee umschmiegt und alles scheint so traulich nah. So heimlich ward die ganze Welt. Als dämpfe selbst das Herbste weh aus tiefem, stillen Wolkenfeld. Geliebter, weicher, leiser Schnee. Der Fjord mit seinen Inseln liegt wie eine Kreidezeichnung da. Verschneit liegt rings die ganze Welt, ich hab nichts, was mich freut. Verlassen steht der Baum im Feld, hat längst sein Laub verstreut. Der Wind nur geht bei stiller Nacht und rüttelt an dem Baume. Da rührt er seine Wipfelsaft und redet wie im Traume. Er träumt von künftiger Frühlingszeit, von Grün und Quellen rauschen, wo er im neuen Blütenkleid zu Gottes Lob wird rauschen. Wo er ergrünt, er strahlt, erneuert, auf seinem Platz im Walde. Wo er Naturs Geheimnis säumt, bis dann doch schon balde die neue Winternacht beginnt. Wir begrüßen nun den Chor, der es trotz allem geschafft hat, einen alten englischen Carol vorzubereiten.
Wir singen ein schwedisches Weihnachtslied, kombiniert mit Jingle Bell Rock. Und da geht es um die Sehnsucht nach der Weihnachtszeit. Ihr könnt den Text ja gern mal von mir auch fragen und dann übersetzen, oder ich übersetze ihn euch. Aber erstmal auf Schwedisch. Vielen Dank an Emilia und Anna für dieses schöne Weihnachtslied. Die Musikprofilkurse haben sich in diesem Jahr besonders viel mit Komponieren und Arrangieren auseinandergesetzt und wollen damit jetzt teilweise gar nicht mehr aufhören. Deshalb erleben wir heute Abend eine Premiere. Wir hören jetzt das erste Mal die Musikprofilkurse der Q1 und der Q3 zusammen. Herr Zwar, die Stücke mit den Kursen erarbeitet. Wir freuen uns drauf.
Regel mein Gelob.
Vielen Dank besonders an Joanna für das Arrangieren dieses Stückes. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie sich Hansenberger mit Stücken auseinandersetzen, sie neu zusammensetzen und arrangieren. Unser Konzert neigt sich jetzt seinem Höhepunkt zu. Der Chor und das Orchester spielen uns jetzt einen echten Klassiker. Ein Weihnachtslied, das vor mehr als 300 Jahren in England entstand und mittlerweile auf allen Sprachen in allen Ländern gesungen wird. Viel Spaß bei Hark the Herald's Angels Sing. Thank you.
Agiert hat, aber genauso auch war es eine schöne Idee, darstellende Spiele mit reinzubringen und einige Rezitationen und Darstellungen mit zu bekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Auch für die wunderbare Ausstaffierung Herr Frau Sedo und der Kunst AG und unseren beiden Moderatoren und Moderatoren Charlotte Mikus und Florian Fabricius. Und eins muss ich noch erwähnen, mir wurde gesteckt, dass unsere Live-Technik hier, ich hoffe, dass sie funktioniert hat, dann doch, man schüttelt so ein bisschen den Kopf, sie gestern noch eine Nachtschicht eingelegt hat und hier ewig noch hin und her probiert hat. Wer das einmal gemacht hat, weiß, was das bedeutet und wie viel Kleinkram und Ärger damit verbunden ist. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich danken, Kai Deines, Marcel Hagemann, Dana Dresen, Leo Wenzel und Jonathan Doyle, die immer zuverlässig sind, immer sich besonders einsetzen. Ganz, ganz herzlichen Dank an die Technik, an euch alle. Wie natürlich auch insgesamt an die Technik, Medien, Ton, Licht, Film, alles kommt dazu. Und ganz zum Schluss natürlich auch der Gemeinde, dass sie uns diese Räumlichkeiten hier zur Verfügung stellt. Ich bitte Herrn Zwadi, das mit der übermitteln und sage ganz, ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen allen schöne Weihnachten. Es gibt noch ein ganz kleines traditionelles weiteres Lied, was wir dann wahrscheinlich alle gemeinsam singen, gehe ich davon aus. Aber ich wünsche Ihnen schon jetzt guten Nachhauseweg. Schlafen Sie gut, erholen sich gut und kommen Sie wieder im neuen. Wir hoffen, ihr konntet die Musik genießen, habt Freude gefunden an den Gedichten und seid nicht komplett erfroren. Ja, an dieser Stelle können wir nur noch mal betonen, dass es natürlich eine tolle Leistung von allen ist, die hier auf der Bühne stehen und standen. Und wir danken insbesondere auch noch mal der Schulleitung, dass sie trotz Infektionsrisiko diese Veranstaltung ermöglicht hat und allen Darstellenden natürlich sowieso. Und damit jetzt viel Freude bei Udo Fröhliche und frohe Weihnachten.